Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial über den Bitwig Convolution Reverb. Was das genau ist und wie man das alles einstellt, das zeige ich dir jetzt, aber legen wir doch einfach mal los. So, das ist der Convolution Reverb. Gucken, ob ich den noch ein bisschen größer kriege, und das geht auch da noch. Und der Convolution Reverb ist ein Reverb mit gesampelten Halsen. Und das bedeutet, dass ein Reverb gesampelt wurde, nämlich das geht so, dass man in irgendeinen Raum, in eine Halle oder eben eine Räumlichkeit geht, dort ein, zwei, vier oder mehr Mikrofone aufstellt, dann einen Impuls losschickt, diesen Impuls dann oder das Echo dieses Impulses dann aufnimmt, und daraus wird dann so ein Hall generiert, beziehungsweise das nennt sich dann Impuls-Response, also Impuls-Antwort, die dann dabei rauskommt. Ich habe jetzt hier vorne dran einfach mal einen ganz einfachen Polymer hingemacht mit einer Sägezahn, ein bisschen gefiltert. Und das Convolution Reverb hinten dran, der Sägezahn ohne Convolution Reverb, der klingt so. Mit ein bisschen Bassanteil dabei. Und mit dem Convolution Reverb klingt das so. So, gehen wir mal ganz schnell über das Device rüber. Und zwar ein Ausschalter, Preset-Knopf, da gibt es eine ganze Menge Presets hier. Dann die Titelleiste. Die Remote Controls, die man hier auswählen kann, und die Modulationsleiste. Dann geht es auch schon los mit dem Convolution Reverb, nämlich hier gibt es einen Tune-Drehregler, und dieser Tune-Drehregler macht nichts anderes, als diesen Reverb zu pitchen, nämlich einmal runter zu pitchen und einmal hoch zu pitchen. Pitchen heißt einfach auch in der Tonhöhe zu verändern, und dieses Device macht dann nichts anderes als tatsächlich auch, wenn ich das jetzt höher abspiele, ich spiele das erstmal original ab und jetzt hoch, wird das Sample oder der Impuls dann auch schneller abgespielt. Also ganz normal, wie wenn man ein Sample hochpitcht, wird das einfach auch kürzer, wenn man keine speziellen Werkzeuge nimmt, um das eben in Zeit und Pitch anzupassen. Und genauso ist das andersrum. So, und hier gibt es noch einen Brightness-Schalter, der macht nichts anderes, als dass er den Schwerpunkt der Frequenzverteilung, Verstärkung oder Absenkung so ein bisschen verteilt. Das heißt, wenn ich den jetzt hier auf die rechte Seite schiebe, dann werden die hohen Frequenzen angehoben und die tiefen Frequenzen abgesenkt. Und wenn ich ihn auf die linke Seite schiebe, werden die tiefen Frequenzen angehoben und die hohen Frequenzen abgesenkt. Deshalb ergibt das, wenn man den nach rechts dreht, ein etwas helleres Klangbild. Hört man dann auch, dass da mehr höhere Frequenzen sind, beziehungsweise betonter, etwas lauter. Dann eigentlich nicht mehr, sondern einfach nur verstärkt. Genauso, wenn es in die andere Richtung geht, sind mehr die tiefen Frequenzen verstärkt und die hohen Frequenzen eben in der Lautstärke abgesenkt. So, dann gibt es hier das Pre-Delay, was zu einem Reverb einfach gehört. Das bedeutet einfach, dass es zwischen Originalsignal und Effektsignal einfach eine Verzögerung gibt. Hier bis zu 200 Millisekunden. Man hört jetzt einen kleinen Unterschied. Wenn ich da kein Pre-Delay habe und gleich drauf drücke, dann kommt der Hall sofort. Und da zieht er so kurz noch so, wie so ein kleiner Schluck auf. So, und dann geht es auch schon hier in dieses Display hinein. Oben drüber sieht man den Namen des aktuellen Impulses. Und hier kann man auch wieder auf ein
wie so einen Preset-Ordner drücken und dann sieht man die ganzen Impulse hier angezeigt. Und die sind auch sortiert hier nochmal nach bestimmten Kriterien. Ich mache das gerade mal so ein bisschen kleiner. Nach bestimmten Kriterien sortiert, nämlich Real Halls, Real Rooms, Spring Reverbs, Studio Halls, Studio Nonlinear, Plates, Rooms, Studio Specials und synthetische. Also völlig abgedriftete, abgedrehte. Und dann gibt es hier unten noch die Kanäle. Und die Kanäle kann man, ist eigentlich nichts anderes, oder kann man sich einfach vorstellen wie Mono, Stereo und Quadrophon. Bedeutet, diese wurden hier mit einem Mikrofon aufgezeichnet, also Monoimpuls. Die hier wurden mit zwei Mikrofonen aufgezeichnet, also ein Stereoimpuls. Das heißt, die sind dann auch entsprechend räumlicher. Und die hier wurden mit vier Mikrofonen mit einer Quadrophonie aufgenommen und enthalten demnach auch noch mehr Raumanteile. Das kommt dann auf die Qualität des Impulses an, wie gut sich das dann nachher im Sound dann eben macht. So, und jetzt kann man sich hier lustig was aussuchen. Und man sieht, wenn man hier draufklickt, immer unten drunter die Zahl, und das ist die Länge des Impulses. Der geht hier 1,7 Sekunden, was man jetzt so spontan vielleicht gar nicht mal so richtig hört. Das ist der Unterschied etwas krasser zu 1,7. Hat dann auch immer den Hintergrund, wenn man das jetzt so vielleicht nicht so ganz gut hört, ist halt die Frage, welche Frequenzanteile denn hier betont werden. Wenn das jetzt nur ganz hohe Frequenzanteile sind mit 1,7 Sekunden Nachhallzeit, dann ist das vielleicht manchmal ein bisschen schwer zu hören. Da kommen wir aber gleich nochmal dazu. 2 Sekunden. Der ist jetzt auch 1,7. Wirkt länger. Er wirkt deshalb länger, weil er eben eher so im mittleren Bereich Impulsantworte hat. So, nehmen wir doch einfach mal den hier ran. Und jetzt kann ich in diesem Hall, habe ich hier diese beiden Fähnchen. Diese beiden Fähnchen sagen nichts anderes als Start des Halls und End des Halls. Das heißt, ich kann den hier auch nochmal konfigurieren. So, wenn ich nicht möchte, dass der so dick hier reinkommt, kann ich den hier starten. Dann ist der Hall insgesamt etwas dezenter. Oder ich möchte nicht, dass der so lang ist. Dann kann ich den hier kürzer machen. Und ich sehe dann auch hier unten schon, wie lange mein Hall sein wird. Und der wird dann zum Schluss ausgefadet. So, und hier sehe ich auch nochmal die Information. Das ist ein Vierkanalhall, also Quadrophonie. Und insgesamt hat der Hall 4,301 Sekunden. Und hier unten kann ich dann auch nochmal umschalten. Da wo Click-Toggle steht, da wäre vielleicht auch eine Beschreibung nicht schlecht, was dieses Click-Toggle ist, außer dass man Click-Toggle machen kann. Das bestimmt nicht Click heißt, sondern Start-End oder irgendwie sowas in Dreh. Oder Range oder irgendwie sowas. Wenn ich hier draufklicke, dann kann ich hier nochmal eine Hüllkurve angeben. Das heißt, ich kann das hier am Anfang wenig machen, dann zieht er nach hinten so ein bisschen hoch. Oder ich kann das richtig laut machen, was vielleicht auch nicht unbedingt ist, und mit einem Doppelklick darauf setze ich den wieder auf Standard zurück. Oder ich habe dann auch noch mal eine Möglichkeit oder ganz hinten noch mal eine Möglichkeit. Den einzigen Punkt, den ich in der horizontalen verschieben kann, ist hier der Mittenpunkt. Die anderen sind fest am Anfang und am Ende und müssten eigentlich auch sind dann auch hier am Anfang und am Ende. Das wird hier nur anders dargestellt, nämlich das ist der Anfang, das ist das Ende. Je nachdem, wo ich das hinziehe, wird das in dem zweiten Display hier auf der zweiten Seite einfach nur in voller Länge angezeigt, was auch ziemlich viel Sinn macht. Dann kann man nämlich tiefer in diese
in diesen Impuls reinzoomen oder wird automatisch reingezoomt. So, diese Hüllkurve findet sich dann auch wieder hier drüben im Inspektor, hier links. Und nicht nur die Hüllkurve, sondern eben auch Start- und Endrange. Den kann ich hier auch nochmal, das sehe ich dann auch hier in dieser Hüllkurve, wie sich dann die Hüllkurve quasi rein oder rauszoomt. Das kann ich dann auch direkt hier machen, wenn ich jetzt an bestimmten Peaks hier ranzoomen will, kann ich das wunderbar hier so ganz genau machen. Genauso auch hier kann ich die rauszoomen und dann einfach nur diesen Bereich nehmen des Signals. So, und hier habe ich die Envelope, also sprich das hier nochmal, und da kann ich das auch nochmal hier einstellen, sieht man schön, beziehungsweise den anheben oder absenken, beziehungsweise hin und her schieben. Oder eben hier auch das Ende nochmal hoch und runter schieben. Und ganz, ganz wichtig an der Stelle ist, hier gibt es nochmal Reduce to Stereo. Das heißt, ich habe hier einen 4-Kanal oder 4-Impuls-Hall am Start. Und wenn ich jetzt einfach möchte, dass der nur in Stereo ist, weil ich mir sage, okay, an der Stelle brauche ich jetzt nicht diesen hochqualitativen Reverb, kann ich einfach hier auf Stereo klicken und das braucht sogar auch nochmal weniger CPU. So, und wie gesagt, Doppelklick auf die Punkte oder hier auf die Punkte, geht alles wieder zurück auf Standard. Und dann kommen wir auch schon hier auf den WetFX-Container. Das heißt, wenn ich hier jetzt nochmal irgendwie zum Beispiel einen Distortion reinmache, kann ich den Effektteil des Hals nochmal durch zum Beispiel Distortion durchjagen. Machen wir das gerade mal. Zum Beispiel deaktivieren wir den oder schmeißen wir den am besten gleich wieder raus. Dann gibt es hier natürlich noch den Schalter mit der Stereobreite, mit dem Width. Und so kann ich den Impuls quasi auf Mono stellen, wenn ich das möchte, oder Normal Stereo oder 150% Stereo. Und dann gibt es noch den Wet Gain und das ist auch eine schöne Sache. So kann ich nämlich die Hallfahne hier, wenn die doch ein bisschen zu dezent ist und ich kriege sie hier nicht so richtig hochgezogen, kann ich die nochmal, also das Effektsignal insgesamt, nochmal verstärken. Das heißt, wenn ich jetzt diese Hallfahne hier habe, möchte die aber stärker, oder wir nehmen nochmal die von vorhin. Ich glaube, das war die hier. Genau, die hat ja nicht so viel hergegeben erstmal, vordergründig. Und dann höre ich schon, es ist ein bisschen sehr laut, aber dann höre ich schon, dass nach hinten raus einfach noch Signal da ist, wie wenn ich das jetzt hier so auf Standard habe. Man hört, wie das so die oberen Frequenzen da relativ schnell runterfallen dann. Und so kann ich das dann massiv verstärken, ist die Frage, ob man das machen möchte. Aber das wäre einfach eine Möglichkeit. Nehmen wir hier mal die Kirche. Lassen wir mal die Kirche im Reverb. Und hier ist natürlich der Mix-Schalter, mit dem ich dann entsprechend Original und Effektsignal mischen kann. Bei 50 habe ich dann quasi beide zu gleichen Teilen, und was dann über 50 hinausgeht, beziehungsweise 100, habe ich dann nur noch das Effektsignal am Start. So, das ist es eigentlich schon von dem Convolution Reverb. Das Einzige, was man jetzt noch machen könnte, ist hier einfach mal ein bisschen durchzuscrollen, einfach mal gucken. Könnt ihr mal den Studio Specials uns angucken, beziehungsweise ich mache das mal wieder ein bisschen kleiner, damit wir ein größeres Browserfenster haben. Ihr habt ja jetzt schon alles gesehen mit dem Convolution Reverb. Und Studio Rooms, dann hier gibt es die Plates, Nonlinear. Dann gibt es hier die, achso, ich habe hier nur die Vierer an, deshalb ich suche die ganze Zeit schon nach den Synthetic. Da gibt es halt einfach zum Beispiel diese hier.
Vielleicht dann noch eine Anmerkung, dass die Impulse können, ich glaube, bis zu 25 Sekunden oder sogar noch länger sein. Oder sogar 45 Sekunden wäre möglich. Dann 37 Millisekunden. So, und was man natürlich auch nochmal machen kann, ist, man kann irgendwelche Wave-Dateien in den Convolution Reverb reinziehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendeine Wave-Datei aussuche, kann ich direkt hier reinziehen. Ob das jetzt Sinn macht, ist nochmal eine andere Das waren 4 Sekunden. Das waren aber sehr lange 4 Sekunden. Hätte mal ganz gern. Ich kann auch FLAC-Dateien reinziehen. Wunderbar. Ich habe keine Ahnung, woher die 01 hier kommt, aber die klingt gut. Sieht nicht gut aus. Aber macht dafür irgendwie einen ordentlichen Sound. Und wenn man jetzt zum Beispiel so einen Sound hier hat und sagt, eigentlich klingt der gut, aber ich würde den ganz gerne bearbeiten, kann man den hier einfach nehmen und in den Arranger rüberziehen. Dann sage ich hier einfach mal okay. Zieht den hier in den Arranger rüber. Kann den dann nochmal hier ganz normal wie eine ganz normale Audiodatei bearbeiten. Aber vielleicht hier einfach mal so ein paar Cuts hier rein. So. Einfach mal ein paar Sachen rausschneiden. Weniger ist mehr, würde ich mal sagen. So. Und dann gehen wir wieder hier rein, ziehen den dann hier rüber. Zack, hier rein. Und dann habe ich schon hier meinen eigenen Convolution, angepassten Convolution Reverb. Das heißt, ich kann jetzt mit dem alles Mögliche treiben, was ich gerne machen möchte. Kann das hier umsortieren. Irgendwie so, machen wir das hier mal hin. Überschreibt es dann hier und da mal. Pack hier mal so ein Teil hin. Schneid mir hier so ein paar Dinge aus. Die kann ich dann auch nochmal großflächig verteilen oder kopieren. Machen wir den mal hier hin. Zack. Oder nehmen wir den mal. Packen den hier hin. Also ihr kapiert schon das Prinzip hier. Machen wir das so. Und dann habe ich hier wieder einen neuen. Und den ziehe ich mir dann wieder hier in den Convolution Reverb rein. Der sieht jetzt so aus. Und kann mir den eben so designen, wie ich das persönlich selber haben möchte. Okay, das heißt, also wie gesagt, ihr könnt die Convolution Reverbs über den Browser in den Arranger ziehen und da bearbeiten. Aus dem Display selber habe ich das jetzt irgendwie noch nicht so richtig vernommen, ob das geht. Vielleicht mit einem Copy und dann hier so rein. Ne, das geht nicht. Dann kann ich höchstens den Convolution Reverb hier reinkopieren. Das möchte ich an der Stelle aber nicht, weil den habe ich hier. Und ja, so kann ich dann die Werks-Convolution Reverbs rausziehen, neu bearbeiten oder anderweitig speichern. Oder eben ich hole mir irgendwelche Wave-Dateien, FLAC-Dateien oder ich glaube, so ziemlich alle Audiodateien, die Bitwig frisst, kann ich hier reinschmeißen. Alles, was irgendwie bouncebar ist, geht hier rein und kann natürlich dann eben in dem Arranger den Impuls entsprechend bearbeiten mit allen möglichen Effekten. Könnt ihr hier auch nochmal zum Beispiel einen Reverb irgendwie reintun, beziehungsweise auch mal einen Delay 2 statt einen Reverb, zack, zunk, und dann bounce ich das in place hier, dann wird hier das Reverb normalerweise genommen. Nicht wirklich.
Und so das mal. Place, zack. Da muss ich ein bisschen mehr Feedback reintun. Das kann mir jetzt gleich komplett um die Ohren fliegen. Noch fliegt es mir nicht um die Ohren. Kann aber alles noch kommen. Sieht schon. Ich dachte, dass er bei Bounce in Place mir das erste Device nimmt. Aber dann mache ich mal. Ups, dann muss ich den hier erstmal wieder anmachen. Das hier ist doch ein bisschen viel. Und dann bounce ich den einfach mal ganz neu. Und dann habe ich hier auch den Delay an der Stelle. Dann mache ich den hier so ein bisschen so rein. Bounce das nochmal und nehme mir den jetzt in meinen Convolution Reverb rein. Dann habe ich 3 Sekunden, wenn ich das jetzt spiele. Habe ich hier dann auf die Schnelle eben auch nochmal einen Delay reingebaut, wenn ich das unbedingt in meinem Convolution Reverb haben möchte. So, an der Stelle, das war es jetzt aber nun wirklich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr ein paar schöne Tipps und Tricks habt, dann schreibt ihr bitte in den Kommentaren. Ich bin gerade, was Convolution Reverb betrifft, sehr interessiert irgendwie, was ihr macht damit, ob ihr vielleicht noch, wie gesagt, ein paar Tipps und Tricks, die vielleicht auch die anderen interessieren könnten. Ansonsten abonniert den Kanal, drückt mir den Daumen, teilt die Videos, das finde ich total super, oder halt einfach kommentieren, nämlich genau nach diesem Schema hier. Und damit wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.